Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine vollautomatische Minecraft-Wollfarm bauen kann. Und ich habe jetzt hier mal zum Beispiel jede Farbe, die so ein Schaf haben kann, nebeneinander gebaut. Und das Ganze funktioniert jetzt so, dass die Schafe quasi irgendwann was essen werden und dadurch kriegen sie ja wieder Wolle. Und das wird dann allerdings erkannt und dementsprechend werden sie dann direkt daraufhin geschert. Vielleicht passiert das hier noch, da kann ich es euch mal zeigen. Und dann werden die Items auf jeden Fall eingesammelt, die runtergefallen sind. Und dann landen sie im Endeffekt alle zusammen hier in dieser Kiste und ihr seht schon, das Ganze funktioniert ganz gut. Und das ist halt ein super einfaches System. Und hier zum Beispiel wird gerade ein Schaf geschert. Und jetzt fliegen die Items halt da auf den Fußboden. Und dann, oh, hier können wir es auch nochmal sehen, hier bei dem dunkelblauen. Also sie werden direkt danach geschert und dann liegen die Items da erstmal, bis sie dann eingesammelt werden von einem Minecart. Und dann landen die hier unten in der Kiste drinne. Und ihr seht, das sind jetzt schon mehr blaue Wolle geworden, als es vorhin waren. Und das System ist super einfach. Und ich werde euch jetzt mal anhand von einem Schaf quasi zeigen, von einer Zelle, wie das Ganze funktioniert. Und zwar braucht ihr dafür eigentlich nicht viel. Ihr müsst zuerst eine Kiste platzieren und hinter die Kiste mit Shift und Rechtsklick dann einen Trichter. Und auf diesen Trichter oben drauf kommt dann eine Schiene und auf die Schiene oben drauf kommt ein Grasblock. Und dann auf die Schiene an sich nochmal kommt dann ein Trichter-Minecart. Und das sorgt jetzt dafür, dass hier oben, wenn hier halt Wolle hinfliegt, dass es halt durch den Block durch eingesammelt wird und in der Kiste landet. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir platzieren nochmal drei Dirtblöcke und zwar einen links und rechts daneben und einen geradeaus. Das sorgt dann dafür, dass wir hier quasi immer Gras drumherum haben, weil Gras verbreitet sich ja auf Dirt und dementsprechend wird halt, wenn das Schaf das gegessen hat, ist ja kein Gras mehr da, aber das Gras kann dann rüberwachsen von allen Seiten quasi und dann hat das Schaf halt wieder Gras zum Fressen. Was wir dann machen ist, wir platzieren dahinter nochmal insgesamt 3x3 Blöcke, so groß ungefähr, welche Blöcke das sind, ist dabei egal und dann platzieren wir diesen Block hier tatsächlich nochmal weg. Ich mache das hier, das muss noch ein weiter nach unten tatsächlich. Also hier platzieren wir die drei Blöcke hin, so, die 3x3 Blöcke meine ich. Und dann platzieren wir hier einen Observer-Block hin, der quasi in diesen Block hier reinguckt und dann hinten diesen den Ausgang mit dem roten Punkt nach hinten zeigt. Und dann platzieren wir hier nochmal einen Block hin und da kommt dann ein Redstone-Repeater hin, hier. Und auf den Repeater drauf mit Shift und Rechtsklick platzieren wir nochmal einen Block, das sieht dann so aus. Und da platzieren wir dann einen Dispenser gegen, der mit dem Loch Richtung Schaf quasi guckt, also hier wird dann später das Schaf stehen. Und der Dispenser muss halt das Schaf quasi angucken. Und da platzieren wir nochmal zwei Redstone-Kabel quasi hier oben drauf und hier oben drauf. Das sorgt jetzt quasi dafür, dass wenn dieser Block hier, dieser Grasblock sich ändert, also zum Beispiel wenn das Gras gefressen wird, dann löst das den Observer aus, der Observer gibt dann ein Redstone-Signal ab und löst dann den Dispenser aus. Und das Coole ist nämlich, dass ein Dispenser in der Lage ist, Scheren zu benutzen. Und wenn er jetzt quasi eine Schere hier drin hat oder eben viele Scheren und hier dann ein Schaf steht, dann wird es halt direkt geschert, wie man hier auch sieht. Und ja, das war eigentlich so das Wichtigste schon mal. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal Glas uns zu schnappen. Oder halt irgendeinen Block, aber ich nehme jetzt mal Glas, damit man halt noch was sehen kann. Und da brauchen wir natürlich noch ein Schaf. So. Und dann doch nochmal eine Schere. Und was wir dann machen ist, also hier kommt das Schaf hin, das bedeutet, wir müssen da oben drum einmal einen Ring quasi machen, damit das Schaf nicht ausbrechen kann. So in etwa. Dann können wir die Kanten hier auch theoretisch wegmachen. Und dann können wir hier nämlich ein Schaf raufstellen. Und das Schaf kann jetzt hier nämlich nicht rauslaufen und bleibt immer genau auf diesem Block. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal schere, dann können wir uns mal angucken, wie das eingesammelt wird. Also ihr seht, die Blöcke fallen auf den Boden und werden dann hier im Endeffekt in der Kiste eingesammelt. Und jetzt ist das Schaf nackt und das bedeutet, das wird irgendwann anfangen zu fressen und dann wird sich dieser Block ändern und dann kommt halt ein Update. Und das Schaf hat dann zwar Wolle, aber durch das Update wird eben auch die Schere ausgelöst und dann hat sie eben wieder keine Wolle. Und dann muss man wieder warten, bis Gras quasi nachgewachsen ist und dann kann das Schaf wieder geschert werden. Das ist eigentlich schon das ganze Tutorial. Und wenn ihr halt so eine große Zelle hier bauen möchtet, wo dann ganz viele nebeneinander sind, dann müsst ihr das System unten ein bisschen anders bauen, weil das wäre ziemlich teuer, wenn man da immer einen Trichter und einen Trichter-Minecart für benutzt. Das kann ich euch auch nochmal schnell zeigen. Und zwar funktioniert das Ganze hier so, dass wir quasi nicht einen Trichter-Minecart unter jeder Zelle haben, sondern wir haben ja ein einziges Trichter-Minecart, was dann hier immer hin und her fährt und dann unter jedem Block mal ist und dann, falls da irgendwo Wolle ist, die halt einsammelt. Und hier in der Mitte haben wir dann ein paar Trichter, wo dann halt aus dem Trichter-Minecart die Items eingesammelt werden und die landen dann im Endeffekt hier in der Kiste. Und so können wir halt ein bisschen eisensparsamer sein und haben halt nicht, wie gesagt, unter jedem Schaf quasi einen eigenen Trichter und ein eigenes Trichter-Minecart. Das wäre ja ziemlich teuer. Aber kann man natürlich auch machen, wenn man das Geld dafür hat oder das Eisen vielmehr. Und ja, das war eigentlich das ganze Tutorial schon. Wir können uns das Ganze hier nochmal anschauen. Hat gerade nochmal funktioniert. Ja, also wenn ihr ein bisschen geschaut habt, auf jeden Fall schreibt mal Hashtag Schaf in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.